Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video an diesem wunderbaren Tag. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade, es tut mir leid. Aber wir geben uns endlich, endlich, endlich. Es ist jetzt schon lange draußen. Schon fünf Monate sogar. Fünf Monate. Und ich wollte es eigentlich schon viel früher mit euch hier zusammen durchgehen. Wir geben uns jetzt die 82 Bars von Lumara. In den Klammern steht Triggerwarnung. Das Ganze Produkte von Adal White. Ich habe keine Ahnung, welches Thema es geht, muss ich sagen. Deswegen keine Ahnung, worauf sich die Triggerwarnung jetzt bezieht. Aber Lumara spricht ja des Öfteren sensiblere Themen an, wie Mobbing zum Beispiel, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich wirklich drauf. Lange nichts mehr von Lumara angehört gehabt. Und sie ist unfassbar gut darin, so sensible Themen zu verpacken, finde ich. Deswegen bin ich gespannt. 82 Bars, wir werden sehen. Link zum Original ist in der Beschreibung auf jeden Fall. Seid bitte korrekt und nett in den Kommentaren, ja. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, worum es geht. Aber ich freue mich sehr drauf. Und wir hören auf jeden Fall rein. Checkt gerne andere Sachen von Lumara aus. Ich habe auch schon zu einigen Sachen natürlich Reactions gemacht. Zu dem JMC war es, glaube ich. Zu den JMC-Sachen. Einiges oder beziehungsweise alles von ihr halt abgecheckt. Dadurch sie auch entdeckt. Und ja, ich kann nur sagen, sie ist unfassbar sympathisch. Ich war einmal vorletztes Jahr, 2020, glaube ich, als sie mit dem Asiaten auf Tour war, bei der Reis und Schön Tour, oder Schön und Reis Tour, ich glaube Reis und Schön Tour, da war ich bei ihr auf dem Gig in Hamburg, haben noch gequatscht, wirklich unfassbar sympathisch. Und ja, ich bin sehr gespannt, jetzt reinzuhören. Sie hat es ja auch bei meinen, als ich alle Deutsch-Rapperinnen gerankt habe, recht weit nach oben geschafft. Einfach aus dem Grund, weil ihr Text immer sehr, sehr wertvoll ist. So, gut, genug gelabert. Wir hören rein. Ich freue mich drauf. Los geht's. Okay, ich sag direkt, es geht um Schwangerschaft oder Abtreibung oder so. Bei dem Bild hier. Ich schreibe es ohne groß zu denken, einfach runter, wie es war. Und es wird keine Liebe geben in dem Text. Also Triggerwarnung. Oh mein Gott. Okay, der Einstieg 10 von 10. Direkt Feeling gesettet, Gänsehaut. Okay. Geben in dem Text, also Triggerwarnung. 2009 habe ich den Typen in Berlin getroffen. Habibi hier, Habibi da, Ione Augenweide. Besser hätte ich dir sofort in dein Gesicht geschossen. Du bist kein Mann, allerhöchstes nur ein Haufen Scheiße. Ich war 19 und du 28 Jahre. Ich habe mich in dich verliebt wie eine Frau in eine Kakerlake. Ich will nie wieder sagen, was ich für dich tat. Deswegen überspringen wir einfach diesen Part und komm direkt zur Sache. Ich stand mit 20... Junge, ey, auf diesem Beat auch. Das ist halt auch der größte Skillpunkt von Lumara, so einfach Storytelling, textlich ist es immer ganz weit oben und dass sie es halt einfach so richtig sauber, clean und auch verständlich runterflowen kann. Was ich für dich tat, deswegen überspringen wir einfach diesen Part und kommen direkt zur Sache. Ich stand mit 20 in Neukölln im Drogeriemarkt. Meine Tage blieben aus und es war Dienstag. Du Pisser und der Scheißtest war positiv. Ich hab mich so gefreut wie ein naives kleines Mäuschen, stand ich da und hab geweint. An der Ampel rief ich dich dann an. Ich bin schwanger. Du bist Vater. Ich werd Mama, deine Panik hörte man an diesem Tag bis rauf zur Hasenheide. Boah, okay, da hat man so eine ganz unangenehme Gänsehaut gerade. Also ich zumindest. Das mit diesem Telefon auch noch. Ich bin schwanger. Du bist Papa. Boah, also das ist ganz so ein, ja, unangenehmes, ekliges Gefühl gerade. Du bist Vater. Ich werd Mama, deine Panik hörte man an diesem Tag bis rauf zur Hasenheide. Du sagtest mir, wir müssen reden später, ganz alleine. Ich fuhr nach Wedding in meine Wohnung und wartete auf dich und deine Antwort auf all die ganzen Fragen. Du kleiner Bastard, hast geklingelt, ich hab aufgemacht und an deinem Blick hab ich's genau gesehen, dass mein Traum gleich platzt. Boah, also das ist wirklich... Ich will gar nicht weiterhören eigentlich, so... Bedrückend ist das jetzt schon vom Feeling her. Du sagtest mir, das wäre eine Schande mit dem Kind. Deine Familie wird sauer. Ich müsste zum Notar, wenn das jetzt stimmt. Und einfach nur beglaubigen, dass du aus allem raus bist. Aber noch besser wäre es, wenn es raus aus meinem Bauch ist. Du hast mich angefleht, du ehrenloser Bastard. Ich hab gesagt, ich will's behalten. Du wirst Papa. Du Bro, also das ist wirklich... Boah, nee, ich check's gar nicht, Mann. Das ist so unangenehm von der Story her auch schon. Krass. Es ist auch so ein Unverständnis wieder, was manche Menschen einfach denken oder machen. So, weißt du, wie ich meine? Das ist, Bro.
angefleht, du ehrenloser Bastard. Ich hab gesagt, ich will's behalten, du wirst Papa. Du hast gesagt, es musste schnell wie möglich raus, bist gegangen, ich lag da, meine Welt sah viel zu Staub, ich war alleine und du bist... Stellt euch vor, Junge, stellt euch vor, also, sie hat ja nur gesagt, sie ist 19, er 28, aber das war ja schon... Sie haben sich ja auch schon gedatet dann irgendwie. Ob das jetzt so super freiwillig war, was sie alles gemacht hat, meinte sie ja auch, skippen wir mal so mäßig. Aber, Junge, stell dir vor, deine Freundin sagt, ich bin schwanger. Natürlich, wenn man kein Kind geplant hat, ist das erstmal nicht die niceste Nachricht so, wenn man sich dafür nicht ready fühlt oder das einfach nicht einplant, okay. Aber, Digga, stell dir vor, Digga, du kommst hier nach Hause, sie sagt dir das so alles und du gehst einfach weg. Hä? Und sagst, ja, sorg dafür, dass das Kind weg ist. Tschüss. Also, ich check's null, ich kann das, da werde ich auch richtig sauer schon wieder, ich merke das, ey, ich muss echt ein bisschen ruhig bleiben. Ich habe einfach, mir fehlen die Worte, Junge, so Unverständnis in mir einfach. Du bist nach Haus gefahren zu deiner Frau, was ich zu dem Zeitpunkt... Wird ja noch besser, Junge, wird ja, ah ja, okay, wird ja noch besser. Digga. Da meine Welt sah viel zu Staub, ich war alleine und du bist nach Haus gefahren zu deiner Frau, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gewusst hab, du Scheißhaufen. Das nächste Mal, als wir uns sahen, war dann beim Frauenarzt, damit du's glauben kannst, das war deine Aussage. Die Frau hat ein Foto vom Inneren des Bauchs gemacht, da war ein kleiner Punkt, doch wir hatten was ausgemacht. Sie sagte, sie sind schwanger, ich sagte, es muss weg. Ich hatte Tränen in den Augen, aber du saßt weg, ich wollte... Junge, ich will auch gar nicht mir vorstellen, was das... psychisch alles dieses ganze Kapitel da psychisch mit einem macht, Junge. Einfach kein Großfamilienstress, ich beantragte einfach schnell die Kostenübernahme. Es gab zu keiner Zeit einen Loslassprozess. Du hast gesorgt für eine Riesennarbe, die ich noch immer trage. Ja, im doppelten Sinne. Und irgendwann war es soweit, du hast mich hingefahren. Du hattest Angst, dass ich einen Rückzieher mache. Ich hab geweint, als ich die Frauen mit ihren frisch geborenen Kindern sah. Doch ich war heute für was anderes da. Boah, das ist auch so. Du gehst da rein und siehst, wie die Frauen alle ihre Kinder haben und sie sagt dann, ja, aber ich war heute was anderes da. Holy moly, ist das ein schwieriges Thema gerade. Boah, also das ist so richtig. Weiß ich nicht. Pose der Moment, in dem man ganz mit sich allein ist. Der Arzt meinte noch, es ist nur ein kleiner Eingriff. Lag auf dem Stuhl und hab gehofft, ich werd nie wieder wach. Ich hatte solche Angst, ich wollte zu meiner Mama. Ich könnte heute noch immer und immer wieder weinen. Könnte ich heute nochmal entscheiden, würde ich das Lied nicht schreiben. Also erstmal, sie hat auch einen wunderschönen Song in ihre Mom gemacht. Den kann ich sehr empfehlen, ist sehr, sehr gut geworden. Habe ich auch eine Reaction zu gemacht. Der ist wunderschön. Wie sie auch meinte, könnte ich heute nochmal entscheiden, dann würde ich diesen Song jetzt hier nicht schreiben. Heute noch immer und immer wieder weinen, könnte ich heute nochmal entscheiden, würde ich das Lied nicht schreiben. Der erste Augenaufschlag mit anderen Frauen im Zimmer und alle haben geweint, alle das gleiche Schicksal. Die eine musste wegen Sünde ihr Kind abtreiben, die andere hat sich nicht getraut, es ihrem Mann zu beichten. Und ich lag da und mir war klar, das war eine scheiß Entscheidung. Ich gab zu dem Zeitpunkt einfach nichts auf meine eigene Meinung. Schaue ich zurück, gibt es da nichts, was ich verpasst hätte. Alles läuft auf einmal ab wie auf einer Kassette. Bin direkt aufgestanden, krass, voll verheult ins Wartezimmer und du sagtest, hör mal auf, damit machst du alles schlimmer. Keine Junge, das ist auch, nee, ich check's nicht, Junge. Das macht mich einfach so sauer, Mann. Das macht mich so sauer, Mann. Echt, Bro. Es gibt wirklich solche dreckigen Ratten unter so Menschen. Standen voll verheult ins Wartezimmer und du sagtest, hör mal auf, damit machst du alles schlimmer. Keine Umarmung, nur am Arm gepackt und rausgeschliffen. Du bist ein Bastard, hast gnadenlos darauf geschissen. Wir sind nach Hause, du hast mich quasi nur rausgeschmissen. Ich fühlte mich, als hätte jemand was aus mir rausgerissen. Heute denke ich anders über uns, wenn ich ein Foto sehe. Ich sag nicht mehr, das war die große Liebe. Ja, ey, also... Boah... Ich weiß auch nicht, was man mit solchen Menschen dann machen soll. Ich sag's, wie es ist. Gewalt ist keine Lösung. Aber manchmal zumindest ein Vorschlag. Ich sag's, wie es ist. Denk ich anders über uns, wenn ich ein Foto sehe. Ich sag nicht mehr, das war die große Liebe. Nach jedem Sex hatte ich Schmerzen in meinem Unterleib. Ich hätte nie gedacht, dass so eine große Wunde bleibt. 3 Jahre lang war ich zusammen mit einem Choleriker. Könnte ich mich nochmal wehren, dann gäbe es einen Menschen weniger, denn ich erlebe... Okay, sie ist also der gleichen Meinung. Ich sag's dir, sie ist der gleichen Meinung. Mit dir mehr als nur einen Schock. Du hast meinen Kopf an deine Autoscheibe geboxt. Junge.
War selber schuld, ich hab es doch nicht einmal gestoppt. Am Ende wird es sowieso nur peinlich vor Gott. Ich räume auf, du bist Geschichte, ich bin fertig mit dir, ehrlich. Meine Seele ist jetzt frei, ich habe dich heute beerdigt. Junge, aber was sie für eine fucking starke Frau ist. Das zeigt es nochmal, Junge. Das ist ja so insane. Krass. 10 Jahre lang hab ich dich in meinen Träumen gesehen. Schluss damit, ich brauch endlich wieder Freude im Leben. Wow. Krass, Mann. Hör auf deine Intuition. Ey, also das war wirklich jetzt ganz... Wie sagt man das? Das war wirklich jetzt so ein ganz, ganz schwere Kost hier. Sagt man das so? Ich glaube schon. Damn, Alter. Ich habe echt so ein Kloß im Hals, Junge. Ich sag's nicht, ich bin auch ein bisschen sauer noch. Ey, aber was ein starker Song. Was für eine starke Frau. Sie hat es unfassbar gut dargestellt. Das merkt man daran, dass ich wirklich echt so sauer bin und dass man... Also ich glaube, ihr seid auch alle sauer beim Zuhören. Man wird so richtig... Also das schafft Numara echt gut, dass man so... bildlich, dass sie es bildlich beschreibt, darstellt, dass man das mitfühlen kann, mitfiebert irgendwie auch. Krass. Also wirklich ganz, ganz starker Song, wie gesagt. Ganz schwieriges und krasses Thema, so. Ich weiß immer noch nicht, was man jetzt so, ey, das ist jetzt so ein ganz unangenehmes Gefühl in mir. Ich kann nur meinen größten Respekt zu ihr sagen. Nicht für den Song, sondern einfach für das, was sie durchgemacht hat, durchgestanden hat. Durchgelebt hat, wo sie jetzt ist, wie sie jetzt drauf ist, was sie jetzt ist, was sie daraus gemacht hat quasi. Ein sehr starker und wichtiger Song, der bestimmt oder hoffentlich, selbst wenn er nur einer Person irgendwie in irgendeiner Art und Weise hilft, dann hatte der Song schon mehr als, keine Ahnung, seinen Zweck erfüllt. Starkes Ding gewesen, krass. Unfassbar strong. Ja, ey, lass mir auch mal zu den Kommentaren gehen, da, wie gesagt, seid bitte sachlich, auch wenn es schwierig ist, wenn man jetzt einen Hass pflegt gegen eine bestimmte Person. Schreibt mir gerne andere Songs rein, die wir uns auch zusammen ansehen sollen. Und gerne auch, wie gesagt, irgendwie ernstere Themen behandle ich auch ab und zu mal sehr gerne. Und ja, dann sehen wir uns, habt einen wunderbaren Tag, bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.